Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich das Nachher-Video zu unserem Ford Ranger Raptor für euch. Ihr seht ihn schon im Hintergrund da stehen. Ursprünglich war der Plan, dass wir wesentlich mehr an diesem Auto umbauen und es ganz anders umbauen, als es jetzt eigentlich geworden ist. Aber der Kunde hatte dann doch nochmal zwei, drei andere Wünsche und deswegen haben wir die umgesetzt und das endgültige Resultat zeige ich euch jetzt. Die Grundform ist relativ gleich geblieben. Wir haben hier vorne den Grill lackiert. Das heißt, wir haben das alles abgeklebt hier und haben das in so einem, ich nenne das jetzt mal erhabenen Stil, also etwas dicker lackiert, damit das halt wie so 3D-Optik hat. Mir persönlich gefällt das Hammer, ich finde das total geil. Muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber ich finde es total geil. Dann haben wir da drunter diese beiden Scheinwerfer verbaut. Die hier, 1 und 2, die kommen eigentlich vor den Kühlergrill, aber wir haben ihn jetzt auf Kundenwunsch in den Kühlergrill integriert, damit das da auch vernünftig aussieht und nicht so aufgesetzt. Dann haben wir außerdem diese Umrandungen hier um die Scheinwerfer, die haben wir lackiert. Die gibt es einmal vorne und hinten an den Rückleuchten haben wir die auch. Dann haben wir diesen weißen Streifen. Eigentlich war der Ursprungsplan, dass das ganze Auto weiß foliert wird, dann doch nicht. Und jetzt ist es der Streifen geworden. Das ist aber kein normaler Streifen, sondern der Streifen läuft konisch. Das bedeutet, also er läuft hier minimal konisch. Wenn man das nicht weiß, sieht man es auch nicht. Das heißt, er ist hier unten an dem Stück etwas schmaler und er wird nach oben hin immer breiter laufend. Dafür haben wir uns hier an dieser Sicke dieser Haube orientiert. Das haben wir hier, weil das Ganze konisch zuläuft. Das heißt, es wird von hier schmal, wird nach oben hin immer breiter und oben auf dem Dach geht der Streifen in breit dann weiter. Was haben wir dann noch gemacht? Die Felgen sind geblieben, die Reifen sind auch geblieben. Auch da gab es ursprünglich den Plan, da andere Reifen, eventuell größere Reifen, Felgenkombinationen drauf zu machen. Das ist aus dem Grund gescheitert, weil der Anschlag hier nicht gepasst hätte. Das heißt, wenn das Rad jetzt hier im Radkasten steht und wir hätten das Ganze noch breiter gemacht, wäre das Rad beim Einschlagen immer, hätte das immer im Innenkotflügel geschliffen. Und das wäre nicht so schön gewesen. Dann haben wir hinten auch noch Scheinwerfer drauf gebaut. Die haben wir relativ dezent jetzt da oben drunter gemacht, weil dem Kunden jetzt wichtig war, dass die von da und da direkt auf die Ladefläche strahlen. Dass, wenn er auf der Ladefläche was verlädt oder arbeitet, dass er da ordentliches Licht hat. Dann haben wir hinten, das sind diese Umrandungen, zeige ich nochmal von Namen, die jetzt um das Rücklicht gehen. Im Vergleichsprinzip wie vorne haben wir auch lackiert und draufgebaut. Ja, die Schalter für die Lampen haben wir jetzt innen integriert. Also im Innenraum haben wir auch alles so gelassen, wie es war. Von innen haben wir quasi nur diese beiden Schalter hier montiert. Da kann man sie hoffentlich vernünftig lesen. Ne, andere Seite. Das heißt, wir haben einmal LED-Lightbar, das ist vorne, und einmal Real Lights ist halt hinten. Und haben das da abgestimmt, haben da vernünftige Schalter reingebaut, dass das top aussieht. Achso, Spurplatten fällt mir gerade noch ein, wo wir vorhin bei Radreifen waren. Spurplatten haben wir drauf. Die können wir da drin sehen. Ich glaube, es sind 20 oder 25 mm. Müsste ich jetzt lügen? Irgendwie so. Ich glaube ja. 20 oder 25. Ja, ansonsten war das so der Grobüberblick zum Ranger Raptor, wie wir ihn umgebaut haben. Ich finde ihn trotzdem schön, mir gefällt er trotzdem sehr gut. So im Gesamtanblick. Das kann sich sehen lassen. Finde ich richtig gut. So, das war unser Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr immer natürlich unsere wöchentlichen Videos mitbekommt. Und danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.